Servus Leute und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved zusammen mit Killer. Hallo. Der springt da und leuchtet mir schön in die Kamera. Ich habe mir heute mal gedacht, ich mache das noch so kurz vorm Sonnenuntergang. Und ja, was haben wir heute vor? Willst du sagen? Abreißen. Ja, wir wollen halt da jetzt mal schauen, dass wir. Entweder soll man sich da ein paar Fackeln craften oder. Ich weiß nicht. Weil es ist halt ziemlich dunkel, wird ziemlich dunkel da jetzt. Ja, wir können ein paar Standing Torches aufstellen. Ja, dass Wenn wir du ein bisschen möchtest. Licht haben. Weil wir wollen da das komplett umbauen natürlich. Halt. Ja, eigentlich alles, oder? Halt, wir wollen da den Garten Ja. neu bauen. So, jetzt kommen natürlich einige gerade relativ live, weil gerade die Benachrichtigung gekommen ist. Da Alex ist live dazugekommen in den Stream. Der Wilder, der Tiroler, der Marv. Alle sind da. Ja, ich beginne mal ins Abreißen, würde ich sagen, oder? Mach das. Ja, weil wir müssen halt, was haben wir vor, halt, dass wir das den Zusehern gleich einmal sagen? Wir haben heute vor, den Garten anzulegen, da der ja, Mehr schlecht als recht ist. ja, wir müssen halt, wir haben das war mal so ein kleiner Test, wir müssen da noch einmal ein bisschen anders machen, dann gehört gleich ein Steg hinaus aufs Wasser gelegt. Der sollte aber auf der richtigen Höhe sein, weil wenn wir nachher mit der drüberen Stiege verbinden, da werden wir gleich, da habe ich eine Idee, da werden wir den. Wenn wir von drüben kurz was rüberbauen müssen, dann wollen wir natürlich keine mit Stein Wasserrohren machen, sondern werden wir Eisenwasser Wasserrohre machen oder wie man es dazu sagt. Und Wasserleitung. ich sollte die ganze seitlichen abreißen, weil sonst geht das ja einfach verloren, die Rohstoffe. Und wir brauchen ja eh jeden Rohstoff. Hast du das alles mit Dreieck gebaut oder wie? Damals. Halt mit so Kreuze. Servus Tommy, Ja. willkommen im Stream. Servus Schlüterfan, willkommen im Stream. Musste ja überall, wie heißt es? Die Dinger Achso, die zur Bewässerung Outlets. Ja, machen. stimmt schon. Jetzt müssen wir nämlich schauen, kannst du gleich einmal so ein Crop holen, halt so ein Ding, und probieren auf einer Foundation oder auf ein Ceiling zu setzen. Gleich machen. Ob das jetzt schon funktioniert, würde mich nämlich interessieren. Ich glaube nicht. So, jetzt brauche ich, was brauche ich denn jetzt für? Ja, jetzt fehlt mir genau ein Flint. Leck. Mir fehlt ein Oder? verdammter Oder nicht Flint. jetzt? Habe ich nicht. Ich kann Gibt's da mich einen auch nicht wirklich Stein, schlagen. wo ich dagegen schlagen kann? Ist es. Ich glaube nicht, oder? Am Boden. Da hinten wären welche. Ist das langsam. So, ich crafte einfach schnell. Was braucht man denn? Foundation, eigentlich nur Ceilings, oder? Haben wir gesagt. Wir bauen das alles aus Ceiling, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, du hast nichts gesagt. Tommy, was meinst du, was ist das für ein Dreck? Und Servus schon dir, willkommen im Stream. Was ist was für ein Dreck? Ja, ich weiß nicht, Ceilings wären am sinnvollsten, weil dann können wir gleich alle aus Ceilings setzen. Jetzt müssen wir sich halt nur überlegen, wie wir was machen da ungefähr mal. Wichtig ist, müssen wir zuerst, das ist ist das Erste, wir müssen überprüfen, ob man das auf Foundations bzw. Ceilings draufsetzen kann. Wenn man es nicht nämlich auf Foundations, dann hätte ich ja den Vorschlag gemacht, dass man es da herüber zu machen, weil es da einfach flacher ist als vorne am, ja, wo wir es jetzt gebaut haben. Und dann schaut das einfach besser, glaube ich, aus. Ach, geschickt, spül. Hä? Checke jetzt gerade nicht, was meinst. Also ich glaube, wir haben Glück. Was geht? Glaub schon. Also zumindest zeigst du mir grün an bis jetzt. Ja, du da heraus nochmal. Gleich, dass du Foundations und Ceilings. Geil, Hui! geil, geil. Weil dann bauen wir das gleich komplett anders auf. Ja, es geht. Auch auf Dings. Super, kannst abreißen gleich wieder. Eigentlich. Endlich haben sie das gemacht, muss ich ehrlich sagen. War das Störende, deswegen sieht es so hässlich aus. Ja, weil das viel besser geht mit den Ceilings. Auf die Ceilings setzen. So. Ich werde mal aber das Rezept kurz einmal da reinziehen für die Ceilings, weil wir brauchen dann Arsch voll und wenn ich da beim Abreißen bin. Die Wände können wir ja im nachträglich auch noch platzieren, oder? Halt am sinnvollsten wäre es jetzt mal eine Fläche aus Ceilings zu machen. Und zwischendurch. Nein. Ja. Dass wir wissen, wo wir die Wasserleitungen hinlegen können.
Ja, du musst die Grundfläche bauen erst und dann ungefähr gucken, wo du die hinstellen willst. Dann musst du das so. Ja, du musst es eigentlich schon fast so aufteilen wie ich. Jetzt überlege ich gerade, ob wir überhaupt die Ceilings unten abreißen müssen. Oh ja, weil man ja gesagt hat, wir müssen, ich will das von draußen anders machen. Wahrscheinlich. Ah, du musst das raus. Achso, da ist das ganze Saatgut drinnen, oder wie? Brauchen wir nicht. Haben wir genug von noch? Nein, Michi der Bob, ich bin nicht Martin aus Österreich, aber ich bin auch ein Österreicher. Martin, der Bob. Also Ceilings auch alles Schau, abreißen. warte mal, schau mal hier, sollen wir. Der Steg da drüben ist ja auf der gleichen Höhe wie der, oder? Oder ist das weit. Na, der ist weiter unten. Das ist ein Dings tiefer, aber hier vorne kommst du nicht ein Dings Nein, tiefer. es ist kein ein Dings, es ist nicht genau ein Ding, sondern es ist so ein Ja. halbes. Aber du willst ja wohl nicht bis da vorne bauen. Na, nicht den. Aber ich. Ob man nicht nachher die Stege hinaus aufs Meer, was wir machen wollen. Ob man Ach die nicht so. verbindet. Dass man da auf die gleiche Höhe gehen. Aber wir müssen das drüben wahrscheinlich eh nochmal abreißen. Ganz einfach. Ja, ich Weil das glaube, passt wir sowieso gehen nicht. besser nach hier. Ja, dann können Ja. wir die Ceilings aber stehen lassen. Dann könnte man die Ceilings stehen lassen. Die Lol. Pillars halt. Pillars müssen. Achso, nein, Blödsinn. Oh ja, die Pillars können. Das können wir eigentlich. Die Pillars reißen wir ab derweil. Außer der eine, was da ist einmal. Und den lass auch. Weil sonst geht da gleich noch einiges zu Ja, Bruch. deswegen. Und wir machen nur in den Zwischengängen, machen wir die Ceilings hin, die Pillars hinein, dass man die nicht sieht sozusagen. Ja. Ich So wie jetzt. überlege jetzt gerade, soll ich die Sachen craften, halt zum, ich meine, die Wasserleitungen lernen? Ich Weil weiß brauchen nicht, ob du die du's. schon gelernt hast. Okay, die Stone habe ich schon, sehe ich gerade. Ja, dann kannst du die lernen. Wo sind die anderen? Habe ich auch schon gelernt. Gibt's da Kreuz auch? Ja, habe ich auch schon gelernt. Weil was anderes als Metall gibt's ja nicht, oder? Was Besseres. Na. Dann gehe ich aber noch einmal, wenn du jetzt noch am Abreißen bist, hau mal den Fabrikator drinnen an. Und Ich hau. weiß, du guck erst, wo drin du es craften musst. Ach so. Ja, das sehe ich eh gleich, wenn ich hingehe. Danke, Tommy, uns geht's ganz gut. Glaube ich zumindest, mir zumindest. Fahr, wo kommst du? Ich komme von Österreich, wohne jetzt gerade in Wien sozusagen und komme aber aus dem Waldviertel. Deswegen hört man es manchmal auch raus. Structures, Electric, nein. Das ist, glaube ich, auf der Smith zu machen. Kann das sein? Ja. Pipes, Metall. Was braucht man denn alles? Warte. Was kommt? Scheiße. Ja, Scheiße. kann ich noch nicht sagen. Scheiße. Gehst du farmen? Was? Zementinpaste. Muss die aus Metall? Ich weiß nicht, wie der Outlet ausschaut aus Metall, aber ich würde es halt gerne schon aus den höherwertigen gleich machen, muss ich ehrlich sagen. Ja, es macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, aber es schaut. Ich weiß, man sieht es eh nicht und so weiter. Nein, Ja, ich komme genau aus dem deswegen. Bezirk weit von der. So. Wie schaut der Outlet aus? Weil das interessiert mich jetzt. Ja, den kannst du ja trotzdem aus Metall bauen. Nein, ich glaube, den kannst du nicht draufstecken dann. Glaube eben schon. Wie heißt der halt? Wie schaut. Water Tab. Das gibt's doch nicht. Irrigation, was ist der Unterschied zwischen Irrigation Pipe und Irrigation Pipe? Also Long und Short oder was? Gibt es da Und zwei? Vertical gibt es. What the fuck Straight ist mit Metal Pipe Kurz? for an Irrigation Network used for transport of water over land. Inclined, okay, Inclined ist zum Reinlassen, oder? Ja, da brauchst du nur eins von. Irrigation Network kein. Wie viel Containers? Irrigate. Ja, okay, wahrscheinlich schaut, aber. Haben wir noch Zementin? Ich glaube, ich habe gestern alles vergraftet oder vorgestern alles vergraftet. Ja. Shit. Aber wir können ja mal die Form und so weiter alles bauen. Das nachträglich.
Und die Pipes und so weiter nachträglich reinhauen. Servus Weißi, lange nichts von dir gehört. Willkommen zurück ins Stream. So, jetzt muss ich nur schauen. Ich muss also im Chat ein bisschen auch beobachten. Wie geht's euch, Burschen aus Twettl? Geil, Coast Guard Folge heute. Was war heute in der Coast Guard Folge? Das war, glaube ich, die extrem laute, oder? Mit Feuer, die ich extra leise gemacht habe. Wie machen wir das jetzt da? Okay, den Stein reiße ich dann mal ab, die komische Pipe. Die können wir noch immer verlegen. Weil wenn nicht, können wir es gerade am Anfang ein bisschen bewässern mit einem Sacker auch oder irgendwas. Oder mit einer, ich weiß nicht, Gießkanne gibt es ja nicht. Wie ist das? Weil ich dir den Out, halt sozusagen den Intake-Pipe, wo du sozusagen das Wasser rausholst, eher weiter raus aufs Meer, das du nicht siehst, setzen. Halt, da würde ich so einen relativ langen Steg gleich einmal rausmachen. Dass das geil ausschaut. Und wir müssen, glaube ich, trotzdem abreißen, weil wir sonst Probleme haben da beim Eingang, oder? Wieder. Obwohl, wenn wir nicht so weit machen, dann ist es egal. Wie viel brauchen wir Was? solche Felder, circa? Das ist mir Höchstens ungefähr mal. mal wenigstens bis hier machen, wie ich es gedacht hatte. Also ich glaube, bis hier war's. Okay. Du hast wieder nur beide Ja, abgerissen. ist wurscht. Wir haben es. Haben sie ja eh. Achso, die Explosion, okay. Wir müssen hier hinten aber die Foundations abreißen dann. Hast du jetzt die Large Crops mit? Nein, Medium. Soll man Medium bauen oder Large? Medium. Wieso Weil Medium? die passen dann schön auf die Ja, zwei. aber braucht man nicht die Large? Ja, nein, man kann auch ohne. Ne, es war ja irgendwelche Fruchtsorten gehen nicht. Nein, ab Medium, den meine ich alle. Schaust du noch mal zur Sicherheit nach? Wenn nicht, dass wir Large brauchen. Und dann passt das nicht. Bau noch nicht zu so viel, wir müssen da nämlich. Säulen setzen. Wo? Ja, da irgendwo in der Mitte alle drei Felder. Weil sonst bricht uns das runter, sobald wir das da abreißen. Was willst du denn abreißen? Da, den Weg hier. Weil der nicht aus Ceilings ist. So, ja, dann kannst du hier vorne einfach Pillar Ja, reinsetzen. aber den muss man, müssen, darum sagen wir, da muss ich aber von der Seite Aber reinschauen, weil sonst passt das nicht. das Wieder. Problem ist, dass du den, glaube ich, dann trotzdem nicht reinkriegst. Dass du extrem viel Saatgut brauchst. Meinst du bei Arcade oder was? Weil zum Beispiel da brauche ich schon wieder einen Pillar irgendwo her. Ja, ich bring mal ein paar Pillars mit. Hast du jetzt geschaut, wegen was für welche Nein. Größen wir brauchen? Weil es kann sein, wenn wir die ganz großen brauchen, ob wir nicht auf ein drittes raus müssen. Ach so, steht doch. Das ist in der Map so eingestellt, beziehungsweise in der Seemaschine. Nein, du kannst sie nicht placen. Was? Hier dazwischen. Wie meinst du dazwischen? Halt da, wo du die platzieren wolltest. Die großen, oder was? Wie gehen das so? Ja, darum sage ich ja, da musst du von der Seite unten Nein, reinschauen. das geht nicht, da sind die rot. Gib mal einen her. Oder ich mache einen, ist ja wurscht. Dann mach mal einen. Ich weiß, darum sage ich, das muss gleich beim Bau machen. Am besten. Das ist ein bisschen ein Scheiß. Reiß ihn wieder ab. Ja, es wird auch nicht gehen. Also, sonst hätte ich es vorher so gemacht. Oh ja, ich habe es halt letztens auch hingebracht. Man muss nur gleich bauen. Ach so, aber sie stehen eh nachher oben drinnen, oder? Man braucht das nur für diese speziellen riesige Pflanze noch, aber die brauchen wir Naja, nicht. das Deppert ist, wir dürfen die da nicht, sonst kannst du drinnen nicht mehr herumgehen. Naja, in den Schacht. Doch, da kommst du noch durch. Ja, aber du musst ja bauen auch können, die Leitungen. Also wir brauchen nur Medium. Die ganz großen sind nur, wenn du die komische Pflanze brauchst. Die ganz großen halt. Deswegen hatte ich hier Foundations auch gesetzt.
Außerdem hast du hier dann nicht diese Kante drunter. John Deere 5820, danke für das Unfollow und Follow. Was? Darum hast du hier Foundations gesetzt, wegen was? Dass man hier nicht so drunter guckt. Wir können auch von mir aus bis hier Foundations ziehen. Was ist, wenn wir Ceilings bis dorthin ziehen? Haben wir Wände? Steinwände? Ja. Mich interessiert jetzt gerade, wenn ich eine Steinwand unten platziere, was er mal macht. Bei den Ceiling. Nur Collision wäre cool. Ja, fällt mir gerade ein. Dann wäre es nämlich, dann könnte es nämlich schön am. Was? Sind welche drinnen noch? Ja, rechter Kasten, 18 Stück. Ich nehme nur mal eine raus. Geht wahrscheinlich aber auch nicht, oder? Na, weil du nicht unten nach unten gehen kannst. Das lässt aber nachher auch nicht hinbekommen. Weißt du das nicht?